Hey ihr lieben Beißerchen, willkommen zurück zum Resident Evil 2 Remake. Es geht weiter im Raccoon City Police Department mit Leon. Schön, dass ihr dabei seid und danke für die fleißigen Beißer unter euch, die letztes Mal schon kommentiert und bewertet haben. Das freut mich sehr. So, jetzt ziehen wir den Hebel und machen weiter mit der Erkundung des Polizeireviers. Ah, das ist doch richtig schön unangenehm hier. Und blutig. Boah, guck mal hier. Also ich hätte mir erstmal eine gute Taschenlampe mitgenommen, die taugt ja nicht sehr viel, ha? Oh mein Gott. Es ist so dunkel hier. Guck mal, die Büros. Es ist so geil, diese 3D-Sicht. Das macht mich ehrlich gesagt immer so ein bisschen an, muss ich sagen. Aha. Wer es glaubt, ne? Du bist nicht tot. Vielleicht erstmal Licht an hier, dass wir was sehen. Ah. Den Hotz zu riesen, aber so richtig, du. Riesenblutlache. Was denn das hier alles? Oh mein Gott. Ja, die haben die ja nicht umsonst vernagelt, die ganzen Türen. Nicht, dass da was Schönes durchkommt und uns überrascht. Oh, ja, ja, halten, ich hab's gesehen. Sehr gut, Leon. My man. Oh, Leute, ich freue mich so darauf. Ich freue mich so darauf, auf was das, was noch kommt. Toilettenbonus. Und ein Heilspray. Sehr gut. Ich sollte vielleicht mal die Taschen leeren, wenn ich wieder an die Kiste komme. Andererseits habe ich so das Gefühl, ich kann sie noch brauchen, die Dinger. Also hier auf dem Veteranenmodus, man bekommt so schnell Schaden. Das ist so realistisch. Ja, eigentlich müsste ich noch mehr Schaden bekommen, weil... Jesus. Ja, das Gemetzel. Weil ein Biss ist ja schon tödlich und dann werden wir auch zum Zombie. Hier allerdings ist es jetzt ja nicht der Fall. Leon hat irgendwie... Open up! Hurry! Open up! Open this goddamn door! Ja, ich bin dabei. Hat eine Art Resistenz. Please! Give me your hand. Help me! I got you. Give me your other hand. Shit. Ist nichts für schwache Nerven. Notizbuch eines Polizisten. Aha. Also diese drei Medaillen muss ich bei der Göttinnenstatue einsetzen, dann komme ich runter in geheimen Gang und dann über das Parking und dann nach draußen. Ja, hier haben wir die Symbole, die wir wohl einstellen müssen bei den Statuen. Und dann kriegen wir die Medaillen wohl. Oh nein. Ich wollte ja die Beine schießen. Weg mit dir! Oh shit! Ja, macht man so, man schießt erst in die Beine, dass die umfallen. Oh mein Gott! They're everywhere! Oh mein Gott! Natürlich kann man sie gleich töten, aber erstmal wegkommen ist wichtig. Oh, das Gitter ist unten. Das Rolltor. Goddammit!
you're safe. For now. Thanks. Marvin Browner. Leon Kennedy. There was another officer I couldn't. Here. I'm sure you did what you could, Leon. Oh, scheiße, sieht er aus. Was lustig gewesen wäre, abgerutscht an der blutigen Hand. Not a clue. But honestly, all you need to know is that this place will eat you alive if you aren't careful. Yeah, well, I was supposed to start last week and I got a call to stay away. I wish I'd come here sooner. You're here now, Leon. That's all that matters. Okay, Lieutenant. I'm ready. Hopefully you'll be able to find a way out of this station. That officer you met earlier, Elliot. He thought this secret passageway might do the trick. This is good news. We can get you to a hospital. No, I am not the priority here. Lieutenant, I'm not just gonna leave you here. I'm giving you an order, rookie. You save yourself first. I'd come with you, but I'd just slow you down. Now, you'll need this. I can't take it. Stop. And don't make my mistake. If you see one of those things, uniform or not, you do not hesitate. You take it out. Or you run. Got it? Yes, sir. Ja, jetzt hat er endlich seine Polizeikluft an. Das Kampfmesser. Bin ich verletzt noch? So geht's. Ja, natürlich bin ich verletzt. Ich habe gedacht, das wäre jetzt auch so wie beim ersten Mal, dass die Cutscene uns heilt quasi. Also so von null auf heilt. Das wäre lustig gewesen. Und jetzt werde ich das hier aufschneiden. Erinnert euch an Resident Evil 7? Da war das ganz genauso. Man konnte diesen Kasten erst aufschneiden, wenn man das Messer bekommen hatte vom Polizisten. This is not how I imagined my first day. Oh, Samurai ist, also die Samurai Edge Arbeitsmodell. Ah, das ist ja geil. 9mm Pistole mit 15 Schuss, basierend auf einem Entwurf von Albert Wesker, persönlich für robuste Leistung modifiziert. Geil. Leute, die nehme ich natürlich mit. Ja, wer wäre ich denn, wenn ich das nicht machen würde? Habe ich noch eine Deluxe-Waffe vielleicht? Ist das alles? Nee, nächste Seite. Mit R. Okay, das geht wohl nicht. Sortieren, Hauptwaffe. Ah, heilendes Objekt. Okay, cool. Ah, das ist immer schön für mich, weil ich bin so ein Sortiermensch. Ich muss immer alles sortieren. Ganz furchtbar bei mir. Ganz furchtbar. Eine 9mm Polymerpistole mit 12 Schuss. Aufgrund einiger Probleme in der Handhabung hat sie sich nicht als Standardausrüstung etabliert. Und warum habe ich sie denn? Na, egal. Ich glaube, ich werde mal das Spray... Ah, ich weiß nicht, wenn ich jetzt was nehme. Das ist ein bisschen blöd, weil... Ah, guck mal, man sieht sogar die Spielzeit oben rechts. Das ist ja cool, wie bei der Demo. Warte mal, ich kann ja theoretisch schon mal... Nee, warte, da oben ist die Medaille. Das ist ja diese Statue. Hier. Aber ganz oben war ja schon der Löwenkopf, oder? Ja, da oben ist der Löwenkopf. Das heißt, ich kann mir schon mal die Medaille rausholen. Ja, cool. Mal gucken, was hatte ich denn da für eine Kombination? Löwe, Zweig und dieser Adler. Ich würde sagen, der Zweig ist so eine Art Lorbeer. Oh, keine Ahnung. Vielleicht auch nicht. Ich weiß nicht, wie ein Lorbeerstrauch aussieht. So, und Adler. Zack. Da haben wir die Löwenkopfmedaille. Oder Löwenmedaille. Oh, krass, dass man auch so richtig... Also, ich weiß, ihr spürt das jetzt nicht, aber der Gamepad, der vibriert die ganze Zeit so ein bisschen. Also, Leon ist deutlich angeschlagen. Und das hört man ja auch... Wie er da die ganze Zeit rumstöhnt, also ist schon sehr geil gemacht. Das Feedback, was man hier hat, auch die Schüsse. Elliot was right. Yeah, but the passage isn't open yet. Also auch die Schüsse, die Zombies, das hat so einen richtig geilen Impact. Man merkt das richtig, dass es wirklich Wirkung hat, wenn man auf die Viecher schießt. Bin ich total stark. So, ich werde jetzt gleich schon mal die neue Waffe laden, natürlich.
Oh, warte mal. Alles klar. Ist die jetzt viel stärker, oder? Was mache ich? Ich drücke immer den falschen Knopf, sorry. Ich drücke immer... So, warte mal. Benutzen. Ah, und ich bin gesund. Alles klar, dann lege ich den Rest in die Kiste. Sprays. Alter, krass, was man hier für einen Schaden bekommt, ne? Das ist schon heftig, du. Und hier... Ha, nach Heilung. Ich find's super. Also für mich ist das Sortieren schon mal ein dicker Bonus. Die Sortierfunktion. Richtig schön. Okay. Ich werde immer so ein bisschen Referenz bringen zum Klassiker. Also normalerweise hätte man jetzt hier was Unheimliches gesehen, aber davon will ich nicht sprechen. Aber am Fenster hätte es eine Bewegung gegeben, die einen doch ein bisschen erschrocken hat damals. Weiß nicht, ob heute wahrscheinlich, ob das denselben Effekt hätte. Alter, das ist immer wieder eklig. Alter. Was den da wohl oben aufgehangen hat und was hat diese Krallenspur hinterlassen? Das klatscht nass und die haben sich verbarrikadiert. Oh. Ah. Kommt sie auch noch durch die Tür? Wieso ist durchs Fenster? Ereignisbericht. 25. September. Aufgrund des plötzlichen Ausbruchs haben wir in der Polizeistation eine Schutzunterkunft eingerichtet. Sämtliches Polizeipersonal hat die Sicherheit der Bürger zu gewährleisten, sofern wir so viele wie möglich, während wir so viele wie möglich unterzubringen versuchen. 25. September Zusatz. Eine der zufluchtsuchenden Personen hat uns mitten in der Nacht angegriffen und dabei einen Beamten getötet und drei weitere verletzt. Der Täter wurde schnell gefesselt. Wir vermuten, dass ihm aufgrund des enormen Stresses die Nerven durchgegangen sind. 26. September. Ein Mob hat die Polizeistation angegriffen und dabei mehrere Todesopfer gefordert. Einige Überlebende konnten zwar hinter die Sicherheitstüren flüchten, wir sind jedoch umzingelt. Entkommen wird schwierig. Wir wissen nicht, ob wir die Kommunikationsausrüstung reparieren können und sind vor der Außenwelt abgeschnitten. 27. September. Im Westflügel der Polizeistation ist es gegen 13 Uhr zu einem weiteren Angriff gekommen. Dabei starben 12 Personen und es gibt nur noch wenige Überlebende. Hier versinkt langsam alles im Chaos. David Ford. Eieieiei. Und hier ist schon wieder so eine Kette. Und ich habe nichts, um die Kette zu entfernen. Oh, ich habe ein Messer. Blitz, Junge. Oh. Oh. Ja. Hm. Ich glaube, da hat jemand Bock auf Snacks, ha? Oh, er ist geplatzt. Wenn das mal öfter passieren würde. Oh shit, da liegt noch einer. Der hat sich in die Hosen gemacht. Oh, der ist tot. Hier, ab jetzt. Der mich anspringt. What the hell? Ja, what the hell? Jetzt platz doch mal!
Er platzt nicht und ich habe alle Schuss verschwendet. Sehr gut. Aber ist egal. Vielleicht finden wir ja bald wieder ein bisschen Munition. Ich hoffe zumindest drauf. West Office. Schießpulver. Ah, ich habe jetzt die Tutorials aus, weil ich weiß, wie es funktioniert. Okay, hier steht es nochmal. Schießpulvernutzung. Zweimal Pistolenmunition, also Pistolenmunition bekommen wir aus zweimal Schießpulver, Flinten aus Schießpulver und hochwertiges Schießpulver, das ist gelb, oder Magnum-Munition aus zweimal gelbem Pulver. Blablabla. Auf der Polizeistation wird langsam die Munition knapp. Setzen Sie jedes bisschen Schießpulver klug ein, das Sie auftreiben können. Verschiedene Waffen können benötigen verschiedene Munition. Passen Sie also beim Kombinieren auf, dass Sie auch die benötigte Munition erhalten. Mach ich. Danke. Cool. Hier gibt's was Cooles. Wenn ich dann gleich alles finde. Was haben wir denn hier? Ein Einsatzbericht. 28. September, 2.30 Uhr. Außer mir sind noch drei andere übrig. Keine Waffen, keine Munition. Und zu viele Scharmützel haben uns geistig und körperlich ausgelaugt. Wir werden es nicht schaffen. Officer Phillips hat vorgeschlagen, durch die Kanalisation zu fliehen. Hier soll es noch einen Tunnel aus den Zeiten des Museums geben. Ich habe Ihre Vorschläge zunächst abgelehnt, Ihren Vorschlag zunächst abgelehnt, aber jetzt klingt er ganz gut. Es gibt zwar keine Beweise für den Tunnel oder dafür, dass die Kanalisation nicht auch zombieverseucht ist, aber ich will hier nicht rumsitzen und auf den Tod warten. Ich werde versuchen, mehr über diesen Tunnel herauszufinden. Elliot Edward. Ah, der Text. Erster Einsatz des Anfängers. Leon S. Kennedy, das sind wir, Sie bekommen als ersten Fall etwas Besonderes. Ihr Auftrag, öffnen Sie Ihren Schreibtisch. Der Schlüssel zum Erfolg versteckt sich in den Initialien unserer Vornamen. Geben Sie die Buchstaben in der Reihenfolge unserer Schreibtische ein. Es gibt zwei Schlösser, einen pro Schreibtischseite. Öffnen Sie beide. Ihre erste Aufgabe besteht im Grunde darin, sich die Namen Ihrer Kollegen einzuprägen, aber das haben Sie ja schon selbst gemerkt, oder? Viel Erfolg, Leon. Es kann übrigens etwas Arbeit erfordern, aus Scott eine direkte Antwort herauszuholen. Hä? Ja, wir sind doch Leon Scott Kennedy. Ist egal, wahrscheinlich Scott ein anderer. Leutnant Brenniger. Oder Brenner? Brenner. Brenner Garrier. In einer Ecke steht Blut mit zwischen den Blutflecken gekritzelt. Sei froh, dass du nicht hier bist, Anfänger. Oh mein Gott, ja. Welcome Leon, ja! Wo ist unser Partyhütchen? Ich glaube, das wäre jetzt ein bisschen unpassend, wenn wir mit sowas hier rumrennen würden. Dann wäre es ja schon wieder Dead Rising. Okay. Wir schauen David Ford, also die. Und was ist da? Neil. Ja, Neil Carsten. Also N, E und D. Nett. Ist ja nett. Sollen wir mal schauen. N, E, D. Ha! Erstes Schloss ist auf. Ja, das sind so die Rätsel, von denen habe ich letzten Part gesprochen. Die sind ziemlich leicht, aber ziemlich cool eigentlich gemacht. Marvin Brenner. Den haben wir eben getroffen, glaube ich. War das Marvin? Ich habe früher mal gesagt Will Smith. Rita Phillips. Und was haben wir da? Greg... Ne, was? Irgendwas mit G. Also ja. RGM. Oder MRG. MRG. Oh, ein erweitertes Magazin. Mathilda. Geil, oder? Oh, ist schon wieder falsch. Ich hab's schon gewusst. Ich drück wieder die falsche. So, kombinieren. Oh, das geht nur mit der Pistole. Okay. Aber jetzt haben wir wieder 12 Schuss. Warum nicht, ne? Dann schieße ich die noch leer. Also die Waffe kann man halt noch verbessern. Leider die andere hier nicht. Die von Wesker. Die Albert. Finde ich ein bisschen schade. Aber okay. Oh ja. Wollte ich sagen, der chillt nur. Oh mein Gott, platz doch mal. Oh. Alter. Blitz. Was ihr Bastard auch aushaltet, meine Fresse. Ich hab mein Messer wieder. Alter. Oh ja, der Code. Warte mal, mir hat jemand den Code geschrieben, als ich die Demo gespielt habe, die One-Shot-Demo.
Ja, ich weiß den leider nicht mehr, deswegen vielleicht finden wir es ja irgendwo. Ach, weg hier. Ekelhafter. Oh, da liegt auch noch der. Eieiei. Ich sag mal so, Zombies bleiben nicht lange liegen, falls ihr es noch nicht gemerkt habt. Schließfachterminal, Notiz. Auf der Tastatur des Schließfachterminals fehlen einige Tasten. Der Verantwortliche soll Ersatztasten besorgen und das umgehend reparieren. Du weißt, dass du gemeint bist, du Dreckskerl. Wer sonst würde so einen Mist bauen? Ich? Warum bin ich gemeint? Ah. So eine Art Film drin gewesen. Schätzchen. Ja, hier ist es Schrotmunition. Da komme ich leider noch nicht an die Flinte. Oh, das hier, das will ich auf jeden Fall haben. Ja, und leider fehlen die 1 und die 2. Die 2 und die 3 meine ich so. Wir können natürlich... Guck mal, eigentlich könnte man das hier reindrücken. Man braucht ja nicht wirklich... Die Kontakte sind ja unter der Schalttafel. Na gut, wir versuchen mal ein bisschen. 1, 0, 1. War nichts drin. Nee. Dann vielleicht die 1, 0, 4. Ich hab's mir nicht gemerkt. Ist ja auch nicht so wichtig. 1, 0, 5. Nein, da war der 106 was, glaube ich. Aha. Der ist auf. So, wunderbar. Auch die 107. Ah, vielleicht die 108. Da war es die 109. Auf jeden Fall waren zwei Fächer auf der einen Seite, die ich wahrscheinlich öffnen konnte. Ja. Pistolenmunition. Seht ihr mal. Man wird hier doch gar nicht so im Trocknen gelassen. So. Wirklich. Man bekommt immer wieder ein bisschen was, um sich zu verteidigen. Auch wenn es der schwere Modus ist. Ich meine, habt ihr schon mal Resident Evil Zero auf schwer gespielt? Holy moly. Also das kann man nicht vergleichen miteinander. Das ist Hardcore. Soweit ich mal gehört habe, auch das schwerste Resident Evil Spiel. Oh Mann, bitte bleib liegen. Ich habe so viel Munition in deinen Kopf geballert. Oh, hi. Ich hab was Schönes. Holzbretter. Die hau ich jetzt einfach mal hier vor das Fenster und dann... Zack. So mit der Hand dran genagelt einfach, mal mit der Handkante, weil Leon ist krass. Er hat keine Kniescheiben, der kann aus 50 Metern Höhe runterspringen, hast du schon gewusst? Ja. Die Heilwirkung von Kräutern. Seit Anbeginn der Zeit behandelt die Menschheit Krankheiten mit Heilkräutern. In diesem Buch stellen wir drei dieser in den Arklay-Bergen heimischen Kräuter vor. Grüne Kräuter heilen einfache Verletzungen, während blaue Kräuter seit langem als Gegengift eingesetzt werden. Was die roten Kräuter betrifft, so sehen sie zwar schön aus, besitzen jedoch keine Heilwirkung. Zumindest dachte man das bislang. Es ist allgemein bekannt, dass man durch die Kombination von Heilkräutern Mixturen erhält, die deren Wirkung steigern. Und wie wir herausfanden, spielen die roten Kräuter dabei eine zentrale Rolle. Einem Doktor der asiatischen Medizin zufolge erhält man durch die Mischung von blauen und roten Kräutern eine Mixtur, die die Konstitution stärkt. Tatsächlich stehen wir gerade erst am Anfang der Erforschung des wahren Potenzials dieser Kräuter und ihrer Heilwirkung. Weitere Forschung dürfte noch faszinierendere Ergebnisse hervorbringen. Die ganze Zeit Geräusche hier. Also ihr habt's gehört. Die roten Kräuter waren früher eigentlich nur dazu da, dass man sie kombiniert. Und jetzt ist es so, dass sie auch die Kondition verstärken sollen. Also, ja, das ist jetzt kein Spoiler, wenn ich das so sage, aber es ist, glaube ich, so, die blauen, die geben ja Gift. Also die heilen Gift und wenn man die roten und blauen mischt, dann gibt es einfach eine Giftresistenz für eine längere Zeit. Also ganz cool gemacht soweit. Ich muss halt mal ein bisschen haushalten hier. Ich habe so viel Zeug und so wenig Platz. Noch ein Pulver. Jetzt kann ich mir Pistolenmunition machen. Oder ich heb die auf. Mach ich nämlich auch. Ich heb mir die auf und mach mir später vielleicht ein paar Flintenkugeln. Was denn hier? Film ist Beweismaterial, nicht liegen lassen. Rotes Kraut, seht ihr. Und hier haben wir... Ah, da können wir den Film entwickeln lassen. Das machen wir. Ein Erinnerungsfoto. Der hat ein Zepter und ein Buch in der Hand, der König. Ja, vielleicht brauchen wir das ja noch, diese Informationen. Was wollte ich? Nee. Ein rotes Heilkraut, das in den Arklay-Bergen heimisch ist, kann so nicht verwendet werden. Also wir können es jetzt mit dem Grünen mischen und dann bekommen wir ein rot-grün gemischtes Kraut. Warte mal, kann ich das... Kombiniere die gleich mal. So, jetzt habe ich eine Kräutermischung. Und das ist quasi eine volle Heilung. Stellt Gesundheit komplett wieder her. Gut.
Ist klar, wir sortieren das. Ich finde das so geil. Ich liebe sortieren. Und hier könnten wir speichern. Mache ich aber nicht, weil ich mache jetzt Schluss, Leute. Danke fürs Zusehen, danke fürs Liken und Kommentieren. Wir sehen uns hoffentlich wieder zu Resident Evil 2, dem Remake, beim nächsten Mal. Ciao, macht's gut.